In der Corona-Krise war China das einzige bedeutende Land, das wirklich gewachsen ist, trotz Pandemie. Jetzt sehen wir, dass China richtige Probleme bekommt, vor allem der Service-Sektor, der Dienstleistungssektor, der bricht ein. Und das ist sicherlich keine gute Nachricht für die Weltwirtschaft und damit insbesondere nicht für die deutsche Wirtschaft, die ja doch eine starke Verbindung zu China hat, um es mal vorsichtig zu formulieren. Etwa Konzerne wie Volkswagen sind hiervon stark betroffen. Und das zeigt sich schon in den Zahlen und das wird sich in den zukünftigen Zahlen weiter zeigen. Und das ist jetzt ein Thema, das wahrscheinlich die Kluft zwischen Aktienmärkten, die schlicht weiter steigen, gestern vor allem der Tech-Sektor ja mit neuen Rekorden, und eben der Wirtschaft, die wird immer größer, die Wirtschaft schwächt sich ab, die Aktienkurse steigen weiter, weil man jubelt über das bisher ausgebliebene Tapering der Fed. Wie lange kann diese Kluft so bestehen? Das wird sich noch zeigen müssen. Wir schauen uns aber die Dinge mal an und gucken, was da der Fall ist. Hier sehen wir Chinas Services PMI blau. Der ist gefallen von fast 54 auf 47,5. Alles unter 50 ist ja Schrumpfung. Erwartet war ein Wert von 52,5. 5 Punkte, also schlechter als erwartet. Ein rasanter Einbruch. Das hat es so in der Form noch nie gegeben. Wir sehen gelb hier das Gewerbe, das bei 50,1 praktisch stagniert. Also hier keine Schrumpfung, aber auch kein wirkliches Wachstum, während eben der Service-Sektor schon deutlich schrumpft. Jetzt sagen manche vielleicht, oh, ist doch gut, gell, je schlechter die Wirtschaft, umso aggressiver die Notenbank. Aber nicht in China, denn dort, wie die Commerzbank hier zeigt nochmal, da ist man versucht, die Verschuldung einzudämmen, da versucht man, die extremen Preissteigerungen am Immobiliensektor einzudämmen, da versucht man, die exzessive Kreditvergabe auch teilweise einzuschränken. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Notenbank hier vielleicht kleine Maßnahmen, kleine Lockerungen machen wird, aber nicht wirklich in dem Stil, wie es etwa die Fed oder die EZB tun werden. Also sind in diesem Fall schlechte Nachrichten wirklich schlechte Nachrichten, im Gegensatz zum Westen, wo schlechte Konjunkturdaten ja tendenziell bullisch sind, weil man sich sagt, okay, dann bleibt die Liquiditätsversorgung bestehen. Hier sehen wir nochmal den Einbruch. Das ist der zweitschlechteste Wert, der bisher ermittelt wurde, oder der zweitgrößte Monatsabfall im Vergleich zum Vormonat. Das hatten wir nur extremer zum Beginn der Corona-Krise. Das ist schon ein ziemlicher Schocker und man sieht vor allem, dass auch der New Export Order Sub-Index zeigte, dass die Schwäche auch aus dem Ausland kommt. Es ist also nicht nur eine innerchinesische Schwäche, sondern es ist auch ein Stück weit aus dem Ausland. Wir sehen, dass eben hier die Beschränkungen durch Corona, die in China ja teilweise wieder der Fall sind, durchaus ihre Spuren hinterlassen haben. Und dazu kommt, dass in den letzten 24 Stunden China viel gemacht hat, um wieder seine Märkte ein bisschen schwächer zu machen, auch wenn die Indizes heute teilweise deutlicher im Minus waren, dann noch sogar teilweise ins Plus gedreht sind im Reich der Mitte. Jetzt sehen wir, dass man beschlossen hat, zum Beispiel, dass Kids teilweise nur noch 3 Stunden pro Woche Online-Spiele machen können. Das müsste man mal hier in Deutschland einführen, dann hätten wir eine Kinderrevolution, meine Damen und Herren. Das kann ich Ihnen sagen, wenn die nur 3 Stunden spielen dürften, nur 3 Stunden am Handy sein dürften, dann müssten die ja sich teilweise an der frischen Luft bewegen, gell, die Jugend. Und das ist nicht vorgesehen in ihrem bisherigen Leben. Dann hat man jetzt Private Equity Firmen, will man praktisch schließen, und man hat das Ganze als profunde Revolution bezeichnet, als eine Rückkehr von der Kapitalistengruppe zu der Masse der Menschen. Also das ist gelebter Kommunismus pur, das ist orthodoxer Marxismus, der jetzt wiederkommt. Das war ja alles seit Deng Xiaoping eigentlich anders. Jetzt ist Xi Jinping derjenige, der das Rad wieder zurückdrehen wird. Auch das wird die chinesische Wirtschaft automatisch, wird nicht anders gehen, deutlich schwächen, und das werden wir auch in Deutschland merken. Kein Zufall, dass der Hang Seng Index etwa den S&P 500 jetzt seit Jahresbeginn um 29% underperformed hat. Das ist die größte Differenz mindestens seit dem Jahr 2002. Klar, die Maßnahmen gegen Alibaba, Tencent, die Tech-Konzerne etc., Education, dieser ganze Bereich, das scheint kein Ende zu nehmen, dementsprechend die Situation. Aber hier sehen wir mal die Daten in den USA. Hier sehen wir, dass die harten Daten
sich so einigermaßen halten. Die gehen wieder leicht nach oben, aber die Stimmungsdaten, Soft Data, geht deutlich nach unten. Und unten sehen wir die Verbraucherstimmung der Uni Michigan, die Komponente Hoffnung. Wie geht es weiter? Die Erwartung also. Und die ist ziemlich eingebrochen. Heute bekommen wir das Verbrauchervertrauen des Conference Boards. Morgen die ADP-Arbeitsmarktdaten und am Freitag dann die großen Arbeitsmarktdaten. Das wird ja sehr, sehr wichtig, auch für die Frage der Tapering bald ja oder nein der Fed. Das wird also ein absoluter Hingucker sein, aber wir sehen auch einen Einbruch der Daten insgesamt in den USA, sieht die Economic Surprise Index ja deutlich negativ. Schauen wir uns mal das gestrige Geschehen an den Märkten an, da sehen wir, Growth ist gestern nach oben gegangen, also Wachstumswerte, während Value mehr oder weniger auf der Stelle geblieben ist. Wir sehen Indizes wie den Russell 2000 sogar deutlicher im Minus, den Dow Jones im Minus, der Nasdaq deutlich im Plus, S&P im Plus. Aber wir sehen auch, dass die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe gestern wieder gesunken ist. Spricht jetzt nicht für dieses Wahnsinnswachstum der Wirtschaft. Also wir haben gestern wieder so eine klare Rotation gesehen oder ein klares Muster rein in Tech, raus aus Zyklikern. Und das zeigt sich dann auch hier in dieser Grafik etwa Finanzwerte. Minus 1,5%, wie gesagt, die Renditen sind gefallen, die Zinskurve wird wieder flacher, das mögen die Finanzwerte nicht, wir sehen Energie leicht im Minus, wir sehen Information Technology deutlich im Plus und Materials, Industrials, also diese ganzen Reopening Stories, die waren im Minus. Profitiert hat vor allem der Tech-Sektor, Apple gestern das erste Mal jetzt eine Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen erreicht, vor 3 Jahren waren es noch nicht mal 1 Billion, das heißt, man hat sich innerhalb von 3 Jahren zweieinhalbfacht und im letzten Jahr hat man dann die Marke von 2 Billionen erreicht, aber es sind eben auch Google, übrigens mit einem RSI von deutlich über 80, die Aktie ist ja super gelaufen, aber auch Amazon kommt jetzt langsam wieder. Also die Tech-Werte Microsoft, die konnten gestern profitieren. Es sind gestern teilweise auch wieder, oder es sind gestern mehr Aktien gefallen an der New York Stock Exchange, als gestiegen sind. Und dennoch sehen wir überwiegend Pluszeichen, eben weil diese Schwergewichte die Märkte gezogen haben. Der Fed sei Dank, Jerome Powell sei Dank, dessen Rede am Freitag so dovish wie irgend möglich war. Ja, er hat gesprochen über den Arbeitsmarkt, aber der Arbeitsmarkt ist völlig okay, da kann man nicht meckern. Viele haben Probleme, Arbeitskräfte zu finden. Er hat vor allem gesprochen über die Inflation, die sei ja vorübergehend, unglaublich vorübergehend. Dementsprechend sehen wir hier mal, dass jetzt Kritik kommt, vor allem von linken Demokraten, etwa Otavio Cortes, dann andere noch, die sagen, also der ist zu wenig in Sachen Regulatorik unterwegs, der ist zu lax in Sachen Klimawandel, gell, heutzutage ist der Klimawandel ja eine vordringliche Aufgabe der Notenbanken, das müssen wir noch lernen, das ist eine Frage der Generation, gell, Lagarde ist die oberste Klimawächterin und wir sehen, dass auch regulatorisch in anderen Bereichen einiges passiert, die SEC will jetzt offenkundig den Verkauf von Order Flows etwa von Robin Hood an Hedgefonds wie Citadel prüfen und das dürfte on the table sein, dürfte auf dem Tisch sein, dass das verboten wird. Deswegen die Aktie von Robin Hood gestern deutlich gefallen. Das Problem jetzt, das wir haben, dass diese Delta-Variante nicht nur in China ja offenkundig eine Abschwächung gebracht hat, sondern dass die grundsätzlich stagflationär ist eigentlich, denn vielleicht wird auch die Nachfrage ein bisschen eingedämmt, aber es wird vor allem die Lieferketten werden weiter gestört. Das ist das große Problem, deswegen ist wahrscheinlich das Ganze wirklich deflationär, weil die Störung der Lieferketten größer ist als die Abschwächung der Nachfrage und wir sehen Abschwächung der Nachfrage etwa jetzt in den USA, die Ticketverkäufe für Flugreisen in den USA deutlich schwächer als sonst an Labor Days. Am Montag ist ja in den USA Feiertag, Labor Day, viele Marktteilnehmer kommen dann erst immer nach dem Labor Day zurück, aber wir sehen, dass da wie gesagt schon die Ticketverkäufe ein bisschen eingebrochen sind und wir kommen nochmal jetzt zu Deutschland und dann mit dem Link zu China. Wir sehen, dass hier etwa die Verkäufe von Volkswagen im Juli ziemlich heftig eingebrochen sind weltweit. Das liegt aber vorwiegend auch an China, dass die Verkäufe so schwach sind. Obere Grafik und unten sehen wir mal, welche Branchen, welche Bereiche die Preise anheben oder anheben wollen. Das zeigte alles deutlich nach oben. Wir hatten gestern ja
eine 3,9% Inflation im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das bedeutet, dass jetzt die realen Renditen einen neuen Allzeitrekordtief erreicht haben mit 4,34%, neues Allzeittief, minus 4,34%, das muss man sich mal vorstellen. Also die 10-jährige Bundesanleihe minus Inflation. Und heute kommen, das ist jetzt auch von der Länge her, dass die realen Renditen negativ sind, die längste Zeit, 64 Monate, heute kommen dann die Verbraucherpreise aus der Eurozone, zuletzt bei 2,2%, wird auch diesmal so erwartet. Wir hören keine Inflation, sehen keine Inflation und sprechen nicht über Inflation, denkt sich die EZB. Da macht man einfach weiter. Und hier nochmal eine Empfehlung meinerseits, einen Artikel hier von Wolfgang Müller. Nach der Paul-Rede ist vor dem Fed-Meeting. In welcher Situation ist die Fed jetzt? Ein Rundumschlag um die Märkte. Warum wollen die Märkte nicht korrigieren, obwohl es eigentlich viele Risikofaktoren gibt, die bisher aber nicht zum Tragen kommen? Warum geht es immer weiter nach oben, obwohl die Fed sich deutlich geirrt hat in Sachen Inflation? Das ist ja das Interessante. Jetzt sagt man, die Inflation wird vorübergehend sein. Die Märkte glauben es, obwohl man sich vorher geirrt hat. Das ist spannend. Wolfgang Müller versucht, ein großes, ein umfassendes Panorama in diesem Artikel zu entwerfen. Kann ich nur empfehlen, wenn Sie verstehen wollen, was an den Märkten eigentlich gespielt wird. Ich packe den Artikel wieder als Link unter das Video und wünsche jetzt einen guten Start in diese Sommerheit Dienstag. Es ist sonnig, hier zumindest in Hamburg. Ich hoffe bei Ihnen auch. Bis dann. Servus. Ciao.